Wir sind heute hier zusammengekommen für eine Veranstaltung Vielfältige Gesellschaft im Dialog, analoge und digitale Netzwerke. Wir hoffen uns von den zwei Tagen, dass die Menschen zueinander finden, dass sie in einen wirklich guten Austausch kommen, dass sie Ideen entwickeln, was brauchen wir, um diese vielfältige Gesellschaft zu gestalten, sie zum Gelingen zu bringen. Und in diesem Themenfeld spielen eben Netzwerke, analoge wie zunehmend auch digitale Netzwerke eine ganz besondere Rolle. Wir wollen Themen thematisieren, wo wir schauen, könnte man es noch ein bisschen besser machen, wo könnten wir vielleicht durch Digitalisierung Dinge erleichtern, also vielleicht Hindernisse reduzieren. Aber genauso wichtig ist es für uns, die analogen Netzwerke auch aufrechtzuerhalten, dem Ehrenamt auch ein Forum zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, einmal die Arbeit zu unterstützen, aber auch zu sagen, wo fehlt vielleicht was, wo können wir eventuell etwas ändern, was die Integrationsarbeit betrifft. Heute präsentieren wir gemeinsam mit BASF SE und Stadt Ludwigshafen und vielen Vereinen eine neue Plattform, die wir seit einigen Monaten daran arbeiten und versuchen wir drei Gruppen, Flüchtlinge und Helfer, die verschiedene Gruppen sind, als Freiwillige und Organisationen. Und die dritte Gruppe ist Migranten, die in dieser Region sind, zusammenbinden. Eine Kommunikationsplattform für diese drei Beteiligten, damit die Probleme der Flüchtlinge, die zurzeit in der Gesellschaft ist, ein bisschen einen Schritt voranbringen.